Es scheint nicht nur so, sondern es ist so. Unsere Regierung will Europameister der Erbarmungslosigkeit werden. Welches Österreich wollen Sie uns verkaufen? Ein Österreich ohne Empathie, ein Österreich ohne Rückgrat, ein Österreich ohne Herz. Nein, das ist nicht unser Österreich. Das hat nichts mit der christlich-sozialen ÖVP zu tun. Und nein, auch Grüne sind keine Grüne ohne Menschenrechte. Es sind nicht illegale Migranten, sondern verzweifelte Menschen, die sich an Flugzeuge festklammern, ihr Leben riskieren, tausende Kilometer durch die Hölle der westlichen Scheinheiligkeit gehen. Und das alles in der Hoffnung, dass die Welt doch endlich einmal ihre Hilfeschreie hört. Bitte, liebe Menschen, lasst die Welt da draußen hören, wie viel Herz diese Stadt hat, wie viel Herz dieses Land hat. Bitte macht's mal Lärm! Jetzt, spät aber doch, wo allen klar wird, dass die Geschichte vom sicheren Land Afghanistan eine Lüge, ein Verbrechen war, wo die Bilder aus Afghanistan um die Welt gehen, fühlen die Menschen mit, zeigen Empathie, zeigen Menschlichkeit. Mitgefühl und Solidarität lässt sich eben nicht in die türkise Schreddermaschine stecken. Solidarität könnt ihr nicht schreddern. Und genau das haben die türkisen Hofdirigenten geschlossener Balkanrouten und brutaler Grenzregime vergessen. Afghanistan kann nicht kalt lassen. Afghanistan ist hier, heute Abend. Wenn Afghanistan stirbt, stirbt auch unsere Welt. Wenn wir in Afghanistan wegschauen, ist das der Suizid unseres Anstands, der Selbstmord unserer Gesellschaft. Wenn wir die Frauen Afghanistans vergessen, im Stich lassen, lassen wir genauso unsere Frauen hier in Österreich, hier in Europa im Stich. Doch es tut sich was. In unserem Nachbarland Deutschland hört man diese Hilfeschrei aus Afghanistan klar und deutlich. 65% der Deutschen haben sich in einer Umfrage des YouGov-Instituts für eine Aufnahme der Menschen aus Afghanistan ausgesprochen. Eine klare Mehrheit. Ich glaube, in Österreich ist es ähnlich. Österreich hat eine Tradition des Helfens. Österreich sind wir, nicht Nehammer, Kurz, Kickl, Söllner. Liebe Freunde und Freundinnen, liebe Genossen und Genossinnen, wir sind die Töchter, die Metternich und Gabalier nicht wollten. Wir sind die Söhne, die eure rassistische Kolonialpolitik nicht mittragen werden. Zeigt endlich die positiven Geschichten. Holt unsere afghanischen Freunde und Freundinnen vor den Vorhang. 2015, ein Erfolgsjahr! Wir werden mehr, es ist ein Umbruch in Deutschland, 65% für die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan. Es sind viele und es werden mehr an der Front der Menschlichkeit. Doro Blanke ist mit uns, wenn sie sich in Griechenland einsetzt. Ronny Kockert ist mit uns, wenn er jungen Afghanen Hoffnung mit dem Sport gibt. Sigrid Spenger ist mit uns, wenn sie jahrelang für die Zukunftsperspektiven dieser Menschen kämpft. Der Fußballclub SK Sturm Graz ist mit uns, wenn er für Fußballer und Fußballerinnen und für die SOS Balkanroute spendet. Wir schicken heute eine Botschaft an das Innenministerium und gleich ums Eck hier auch. Wir sind nicht tot, nein, wir sind nur wütend, sehr wütend und wir sind laut. Das heute ist ein deutliches Lebenszeichen gegen Ignoranz, gegen Abschiebung, gegen Nehammer, gegen Kurz und gegen den Wahnsinn, den sie aufführen. Dankeschön.